Und jetzt auch noch Dracula! Da siehst du, was du angerichtet hast, aber das kommt davon. Mit exklusiven Sachen spielt man eben nicht. Siehst aus wie ein Verbandspräsident. Ich musste mir Mumi Mull vom Ägyptischen Museum leihen, um dich verarzten zu können. Ja, schon gut. Nur befreuen Sie mich erstmal davon. Dank du mir lieber erstmal für das neue Heim, das ich uns besorgt habe. Erbaut im Pariser Brückenstil, Modell Clochard. Da kann es keine Löcher mehr in den Wänden geben. Na, dann wollen wir die Sache mal abwickeln. Hoffentlich. Dafür habe ich die Entwicklungsmaschine entwickelt. Was haben Sie da, Professor? Heim, heim! Kopfschmerzen, holen Sie mich hier. Ich komme, ich eile, da bin ich schon. Nein, nein, aber doch nicht mit dem Hammer. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Ach, lass was. Total behämmert, Professor. Was? Lassen Sie das gefälligst, bitte. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ein Moment Geduld. Jetzt wird's ein Zeit. Fred, du musst mir helfen. Wo bist du, mein treuer Freund? Fred! Ich suche seit 2 Stunden nach ihm. Weiß der Himmel, wo der Schafskopf sich wieder rumtreibt. Wahrscheinlich bei seinen blökenden Artgenossen auf der Weide. Bewusstsein, dass die Herrschaft des Schrecklichen und des Bösen auf Erden ewig währen wird. Gegründet auf dem nie nachlassenden Trieb unmenschlicher Kreaturen, andere bis aufs Blut auszusaugen und sie in Furcht und Schrecken zu versetzen. Gegeben zu Transsilvanien, den 13.06. Anno Domini 1798. Graf Dracula. Haben Sie diesen Schrei gehört? Ja, das war Ihr Freund. Er sieht zu viel fern und dann grault er sich. Sag ihm, er soll ein anderes Programm einschalten. Ja, Professor, bitte nicht immer diese Horrorvideos. Hurra! Ich habe ihn gefunden, den 13.06.1798. Der Tag, an dem er seine Memoiren abschloss. Der Tag, auf den ich gewartet habe. Ein bedeutender Tag. Endlich erfahren wir alles, was wir schon immer über Vampirismus wissen wollten. Ich ahne Schreckliches, Jeff. Ich brauche Draculas Memoiren. Endlich werden wir wissen, wie wir noch mehr Menschen dazu bewegen können, mehr Blut zu spenden. Sie werden nach Transsilvanien reisen. Sie werden dieses wertvolle Buch besorgen, das uns Aufschluss darüber gibt, wie der Graf bis ins hohe Alter seine Zähne frei von Karies hielt. Dieses Buch wird ein Nachschlagewerk für den aussaugefreudigen Kapitalismus werden. Oder möchten Sie lieber hinreisen? Ah, Sie können sich mal wieder nicht entscheiden. Ehrlich gesagt, Professor, ich halte nicht viel von dieser Zeitreisetouristik. Zeit ist Geld und ich werde es nicht für so etwas verschwenden. Nicht mal im Zeitraffer. Ach, rein in den Schrank, Sie faseln zu viel.
Sie haben nicht alle Tassen im Schrank, wie ich sehen kann. Jetzt komm mal wieder runter von der Palme. Ich fahr ja mit. So ist brav. Warum nicht gleich so? Holt mir dieses Werk, damit wir endlich wissen, warum es so viele blutleere Flaschen auf dieser unserer schönen Welt gibt. Was ist denn noch, hä? Was soll schon sein? Ich hab's überlegt und steige aus. Tür zu, es zieht. Das lobe ich mir, das lobe ich mir. Die braven, clever und smart, unerschrocken und tapfer zeigen sie dem Vampir die Zähne. Welchen Ort sich Fred zu seiner Materialisierung aussuchen wird. Eins muss man ihm lassen, gut zielen kann er ja. Doppelte Punktlandung, Jeff, das macht, ja... Erwähne noch einmal diesen Namen, Fred, und du bist ein toter Mann. Komm schon, lass dich nicht lang zur Schlachtbahn führen. Da müssen wir rein. Ich frage mich nur, wie wir die Tür aufkriegen sollen. Wir tun das, wodurch man sich auf der ganzen Welt Einlass verschafft. Wir klingeln. Oder wenn, wie in diesem Fall, keine Klingel vorhanden ist, klopfen wir. Du bist ein... Ich weiß auch nicht, was ich zu dir sagen soll. Sag einfach Fred zu mir. Dass du mich nicht vor 12 wecken sollst. Nur Mut, Jeff, es fehlt nicht mehr viel. Wie viel denn noch? Nicht mehr viel, das merkst du schon, wenn du gesprungen bist. Okay, ich springe. Armer Jeff, wirklich, dir passieren auch immer Sachen. Warte nur ab, Freundchen, was dir gleich passiert. Hörst du, es ist schlicht 12, die Geisterstunde beginnt. Da, sieh mal, da vorne. Komm bloß weg hier, komm schnell. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen ihm folgen. Schau, dann bringt uns nicht weiter. Schöpfen wir Mut. Fred, wo bist du? Fred, wo bist du? Hier bin ich doch, Jeff. Warum zum Henker hast du dich nicht versteckt? Bist du lebensmüde oder was? Ich glaube doch, dass er hinter dieser Tür ist. Dann kann uns nichts Schrecklicheres passieren, als dass sie plötzlich aufgeht. Hast du wenigstens Blutkonserven dabei? Ich guck mal durchs Schlüsselloch. Mir scheint, der kommt auf die Tür zu. Wir müssen uns verstecken. Schnell, versteck dich schnell. Okay. Musstest du dich in derselben Rüstung verstecken wollen, in der ich mich schon versteckt hatte? Troppel, klopf das nächste Mal wenigstens an. Dieser verklemmte
denn schon, wie sich da aufführt, Jeff? Eines Grafen absolut unwürdig, würde ich sagen. Psst, mach bloß keinen Lärm, hörst du? Aber nein, ich werde mich nicht mal bewegen, Jeff. Diese beiden Bescheuerten nicht gäbe, müsste man die Personifizierung der Dummheit erfinden. Besonders der lange Dünne ist völlig plemplem, aber jetzt werden Maßnahmen ergriffen nach dem Motto, um alles muss man sich selbst kümmern. Na bitte, da ist doch, was wir gesucht haben, die Biografie des alten Knaben. Du meinst die Vampirografie? Wo ist der hin? Fred, wo bist du geblieben? Wo bist du? Wo? Fred, wo? Ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ich bin persönlich gekommen, die Memoiren zu holen. Na, das wird was werden, der Herr Professor auf dem Horrortrip. Wir haben, was wir gesucht haben. Hol uns zurück, Fred. 1, 2 und 3. Er hat das Mobiliar transferiert. Transportier sofort wieder alles zurück, bist du wahnsinnig? 1, 2, 3 und los! Schwachkopf, du, schaff uns sofort diesen Sperrmüll vom Hals auf der Stelle! So, da bin ich wieder, Jeff, um dir den Rücken freizuhalten, falls du in gefährliche Situationen kommst. Vielleicht sagen Sie Dracula, er möchte Ihren Kollegen mal kräftig zur Ader lassen. Du wirst doch nicht auf diesen verkeilten Zwerg hören. Was ist denn, Jeff? Was ist denn los? Das ist schon äußerst interessant. Hier steht, dass Dracula im Grunde Opfer eines bösen Fluchs ist. Und dass man ihn entzaubern kann, wenn man ihm Wasser zu trinken gibt. Aber wie bringt man einen notorischen Säufer dazu, Wasser zu trinken? Der verzichtet nie auf sein Tässchen Blut. Die einfachste Sache der Welt. Du weißt so gut wie ich, dass der Graf jede Nacht um 12 gleich nach dem Aufstehen kräftig einen zur Brust nimmt. Rotwein vermute ich. Wir müssen nur herausfinden, wo er seinen Wein aufbewahrt und den dann panschen, was durchaus handelsüblich ist. Ja, und dann haben wir ihn. Hörst du die dumpfen Schläge der Turmuhr? Ich glaube, es ist soweit. Ich höre ihn schon lachen. Es ist 11:45. In wenigen Sekunden wird er da sein. Ich habe die größten Lauscher aufgestellt, die ich auftreiben konnte. Wo sind meine Stelzen? Meine Stelzen sind weg. Meine Stelzen. Ich brauche doch meine Stelzen. Oh, ich habe mir meine Stelzen gebrochen. Jetzt zieh dir mal die Fässer da an, Jeff. Was sagst du zu dem Depot, das sich der alte Schluckspecht dazugelegt hat, hä? Wunder, dass er jede Nacht besoffen am Kronleuchter hängt. Hm, vom Feinsten. Ein ganzer Keller voller Weine, die mir alle ziemlich spanisch vorkommen. Es genügt also nicht, Schnapsleichen auszusaugen. Er braucht mehr Promille im Blut, als die Polizei erlaubt. Psst, er kommt, verstecken wir uns. Es läuft alles nach Plan. Und vergiss das Buch nicht. Okay, verstecken wir uns. Wasser, köstliches Wasser!
So was, ich bin wieder der Alte, der Spuk ist vorbei. Lasst euch das mal eine Warnung sein, was der Alkohol aus einem Manne macht. Nie wieder. Ab sofort nur noch frischen Knoblauchsaft aus der Knolle gezuscht und dann heim ins Dorf. Die Kühe wollen gemolken werden. Und somit wäre dieser Fall erledigt. Und du passt gut aufs Buch auf, bis der Professor uns zurückholt, damit mir nichts passiert, hörst du? Gut, dass du mich auf das Buch bringst. Weißt du, was da noch drin steht? Dass nach der Entzauberung Draculas auch der ganze andere faule Zauber hier verschwinden wird. Hm? Verstehst du, Jeff? Das Schloss und alles, was in dem Schloss drin ist. Alles, was in dem Schloss drin ist, sagst du, Fred? Warum haben es die beiden auf einmal so eilig? Erst lassen sie sich jede Menge Zeit und trödeln rum und dann kann es nicht schnell genug gehen und sie nicht schnell genug rauskommen. Na gut, ich transferiere. Und spielen Sie sich nicht so auf, geben Sie meinem Freund lieber Herztropfen. Ja. Schreien Sie mich nicht an, geben Sie mir lieber das Buch, die Memoiren des berüchtigten Grafen Dracula, das Standardwerk für alle, die den Tag verpennen. Oh. Das Buch habe ich, glaube ich, in der Eile liegen lassen. Es ging ja alles so hektisch zu in Transsilvanien, aber deshalb keine Feindschaften. Wir lieben uns trotzdem, Professor, nicht? Geht. Einen Frosch zur Schnecke? Ich bin ja gespannt, was hier noch alles passiert.